noch der 24.02. Abends wieder für die Garnelchen und Fische ein bisschen Futter reingetan. Garnelen sind auch alle da oder kommen noch. Ja, und die Prachtflossensauger, ja, sehe ich momentan einen. Vorhin habe ich zwei gesehen. Einer ist da. Und einer war gerade hier an dem gelochten Stein. Ah, da, an der Rückwand jetzt. Gucken, ob wir vergrößern können. Da. Ja, wo die anderen sind, weiß ich nicht. Vielleicht kann man die morgen mal eher filmen oder was. Aber vor morgen kommt dieser Filmausschnitt auch nicht hochgeladen. Eigentlich nur so eine Art Vorproduktion. Aber von den kleinen Garnelen sieht man momentan auch nichts. Ja, hier nochmal die Grundeln. Da sind momentan drei Stück, die hier zu sehen sind. Na gut. Dann warten wir mal, bis wir die Prachtflossensauger mal besser sehen. Jo, hier wird wieder Essen geteilt, ne? Die Yellows mit den Dornaugen. Und obwohl ich schon Junge habe, sind immer noch trächtige Weibchen da. Und auch da hinten. Ja, ich würde sagen, es läuft momentan, ne? Die hat auch Eier. Also sind mindestens immer noch vier oder fünf Weibchen, die Eier haben. Ja, ich freue mich. Das Becken kann voll werden mit den Yellows. Ja, unsere Prachtflossensauger. Ich sehe sie immer noch nicht. Keine Ahnung, wo sie sind. Naja, warten wir einfach mal ab und haben Geduld. Die werden dich schon sehen lassen. Morgen oder wann. Schauen wir mal. So, das Nachtlicht ist jetzt auch montiert. Geht von 12:30 bis morgens 8 Uhr ist das dann an. Dann haben die auch noch so eine Art Mondlicht. Ja, und sind nicht ganz im Dunkeln, wenn auf einmal schlagartig das Licht ausgeht. Ja, habe ich vorhin eben montiert. Ich meine, hatte ich auch schon länger, war auch vorher schon, wo es noch ein Barschbecken war drin. Aber ich hatte halt ja alles beim Saubermachen und so abgerissen und habe ich jetzt erst heute wieder alles angeschlossen. Ja, auch wieder ein kurzes Update. Die nächsten paar Lieferungen müssen so stark sein.
Überlegen Sie doch, welches Herrchen weigert sich, seinem kleinen Herzchen sein Lieblingsfresschen zu geben. Später werden wir das Wirkstoffkonzentrat verdünnen. Wir werden Millionen verdienen. Sie haben doch wohl nichts dagegen, wenn wir Sie und Ihre Hilfe benötigen, um diese Spirale zu stoppen. Die neue Mode fortbekommlich beendet die geschädigte Auswahl hier und stoppt so die Platzspirale. Und das für 24 Stunden. Luna fortbehaltlich. Stark gegen die Luftplatzspirale. Danke, lieber. 2013 haben wir schon gemacht. Schon beim ersten Mal auf dem Ort war klar, dass wir Menschen für Kassenöffnung begeistern. Liebe, was du machst. Nicht, was du machen musst. Wir helfen dir dabei. Selfdesk. Ihr kostet 12 Monate kostenlos. Lisa und Tom müssen mal wieder zum Zahnarzt. Das kann auch finanziell sehr schmerzhaft sein. Gut, dass Lisa ins Wort der Ergo-Zahnzusatzversicherung gesehen hat. Die kann aber abschließen, auch wenn die Behandlung schon begonnen hat. So spart dieser andere Geld, wenn er positiv in die Tasche greifen muss. Jetzt abschließend. Telefonisch bei den Agomeraten vor Ort unter der Agode. Herr Junge, deine Haut. Mit der Restaurantpflege von M-Asa. Für eine straffere Haut. Und mit dem Titel NT50 Navigationstechnologie. In Studien bestätigen sichtbare Faltenreduktion durch hochwirksame Restaurantpflege. Hallo, heute Tag 2 und man sieht die Prachtflossensauger auch hier jetzt in dem Becken nicht. Also wenn man mal Glück hat, sieht man mal ein oder zwei. Gestern Abend nach dem Fischern habe ich dann immer zwischendurch mal zwei gesehen. Aber die verstecken sich genauso wie die Dornaugen. Schade eigentlich. Ja, mal da draußen an euch, wenn ihr auch diese Prachtflossensauger habt. Sieht man die bei euch auch so gut wie nie? Oder habt ihr einfach hier nur viel zu viele Versteckmöglichkeiten im Becken? Ja, dass die Tiere das auch voll ausnutzen. Jetzt habe ich echt gedacht, mit denen hätte ich jetzt mal mehr Glück, da man die mal öfter sieht. Klar, ich sehe alle Fische mal. Aber nicht alle. Wie gesagt, von den 5 Dornaugen sehe ich im Höchstfall mal 3. Von den 4 Grundeln sehe ich auch im Höchstfalle 3. Aber ich weiß, wo der andere ist. Der ist im Filter. Wie er da reingekommen ist, keine Ahnung. Ja, die Garnelen sehe ich auch überall und nirgends. Und ja, aber von den Prachtflossensaugern sieht man im Höchstfalle nur 1 bis 2 Stück. Also vorhin habe ich noch einen gesehen, der war hier auf der Frontscheibe, hat er sich festgesaugt. Der ist aber jetzt auch nicht mehr da. So, ich gehe mal zur anderen Seite. Moment. Ja, hier auf der Seite saugt er sie auch öfter schon mal fest, wenn das jetzt derjenige auch ist, ne? Das weiß man ja auch nicht. Klar, die haben jetzt 4 unterschiedliche Größen. Ob es der größte oder der kleinste ist, da ich nicht alle 4 sehe, auf einmal ist das schwer zu sagen, welcher jetzt welcher ist. Aber genau hier bei der Wurzel, da sieht man auch öfter einen an der Scheibe hängen. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich eins gemerkt, wo ich die hier eingesetzt habe. Die haben sich ja auch mal eine ganze Zeit lang überhaupt nicht bewegt. Die haben echt Angst. Also sind echt ängstliche Tiere. Ja, obwohl der gestern hier am meisten zu sehen war, der war eigentlich auch recht geschillt. Naja, aber die Dornaugen sind auch recht ängstlich. Weil wenn man sich zu schnell bewegt, dann düsen die auch durch das Becken wie der Blitz. Naja, so, ich gehe mal zur anderen Seite. So, hier bei der anderen Seite sieht man leider auch keine von diesen Prachtflossen. Aber wie gesagt, wir sehen hier die Yellow Neon Fire mit ihren Eiern. Ja, das eine Junge hier am Filter habe ich jetzt auch nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, ob es jetzt wieder woanders ist, aber ich hoffe halt echt mal, dass man irgendwann da mal größere Junge sieht. So, ja, nochmal eine kurze Aufnahme von vorne. So, nochmal die Aufnahme hier von vorne. Ach, da ist gerade einer. Da, an dem Stein. Da ist ein Prachtflossensauger. Ja,
Wir haben mal einen sehen können jetzt in diesem Video. Wow. Ja, und davon sind ja wie gesagt 4 Stück drin. 4 Stück habe ich geholt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt 2 kaputt gegangen sind, weil man ja immer nur wenn mal 2 sieht. Ich gehe mal davon aus, sie sind versteckt. Kommen vielleicht nur nachts raus oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr auch für diese Prachtflossensauge habt, vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Wie. Ja, und auch hier nochmal ein kurzes Update. Wie gesagt, wo ich die Prachtflossensauge gekauft habe, habe ich ja eine Pflanze noch dazu gekauft. Der Verkäufer hat mir aber 2 Pflanzen mitgegeben. Eine Pflanze habe ich auch hier eingebuddelt. Jo, somit ist noch eine Pflanze mehr hier drin. Ne? Ja, dann sollen die Pflanzen auch mal wachsen und gedeihen und immer dichter werden. Dann ist die Sabine auch zufrieden. Ja, und ansonsten ist hier in dem Becken immer noch alles top. Ja, überall sind die Garnelen am Putzen, am Abgrasen. Das Wasser ist klar. Ja, ich bin zufrieden. Mit dem Becken sowieso. Alles klar. Thank you.